Ich bin Leiter der Sektion für experimentelle Anästhesie, heiße Marion Schneider, habe Biologie und einige Semester Medizin, Humanmedizin studiert, habe mich dann entschlossen, zurück in die Forschung zu gehen und habe im Rahmen dieser Forschung auch eine Zeit am Institut Pasteur in Paris zugebracht und dort mit Luc Montagnier an der Infektion von HIV bei Transplantationspatienten gearbeitet. Also ein inaktives Immunsystem gibt es gar nicht. Ein aktives Immunsystem kann positiv und negativ sein. Und das ist das, mit dem man quasi geboren wird. Und in dem Laufe des Lebens ändert sich die Aktivität dieses Immunsystems und passt sich an zum Beispiel hormonelle Bedingungen und auch an die Umwelterfordernisse an. Das Immunsystem hat einen Teil von Mitarbeitern, die peripher rumschwimmen oder laufen, die quasi aufpassen, ob es ein Pathogen gibt, also einen Organismus, der da nicht hingehört. Und dann hat es zentrale Bereiche, in denen die sogenannte Immunantwort abläuft. Und neben dieser Bewegung braucht das Immunsystem eigentlich immer Ruhe und braucht eine Lokalität, wo die Immunantwort generiert wird. Und das sind in den meisten Fällen die Lymphknoten, die zum Beispiel am Ende von Extremitäten besonders in hoher Konzentration oder in hoher Dichte vorkommen. Und da wird dann die Immunantwort generiert in einem komplexen Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Elementen des Immunsystems. Und bei Elementen meine ich sowohl Zellen als auch bestimmte Faktoren. Das sind also sogenannte hormonähnliche Substanzen, die man in der Immunologie als Zytokine, also als zellabhängige Mediatoren bezeichnet. Das Immunsystem hat verschiedene Elemente. Und wir wissen, dass es was ganz Gefährliches gibt. Das heißt, wir haben auch eine pathologische, also eine Krankheitssituation, in der das Immunsystem zu viel angekurbelt ist und vor allem gegen das Falsche, nämlich gegen selbst. Und diese Erkrankung nennt man Autoimmunerkrankungen. Da gehört zum Beispiel Rheuma dazu, da gehört Morbus Crohn dazu, da gehört Hashimoto-Thyreoiditis dazu. Und das wollen wir nicht. Und wenn wir jetzt von den verschiedenen Phasen dieses Immunsystems ankurbeln sprechen, muss ich fragen, was brauche ich? Brauche ich eine schnelle, akute Antwort, die zum Beispiel gar nicht so spezifisch ist? Oder brauche ich eine ganz spezifische Immunantwort? Und das hängt eben davon ab, was das Immunsystem gerade sieht und was der Körper gerade braucht. Ein schwaches Immunsystem ist ein Immunsystem, was sich nicht bewegt. Und jetzt ist es so, dass die Immunzellen keine Flügel haben. Also sie haben schon so etwas Ähnliches wie Flügel, aber sie fliegen nicht von selbst. Das heißt, sie müssen bewegt werden. Und wenn ich jetzt eine Infektion am Finger habe oder am kleinen Zeh, dann reicht es nicht, wenn da 2 T-Zellen vorbeikommen oder 5 Granulozyten. Also das sind so verschiedene Elemente von diesem Heer an Zellen, die das Immunsystem ausmacht, sondern da müssen viele hin. Und dazu kann natürlich Bewegung, Blutfluss, Lymphfluss ganz extrem beitragen. Letztlich auch Wärme und Kälte. Und dieses Bewegen ist eigentlich was Passives und das ist sicherlich ein ganz vielleicht trivialer Aspekt, den ich mit Sport zum Beispiel vermitteln kann. Ja, das heißt, ich bewege was Passives, kann man auch an Faszientraining denken. Das heißt, ich bringe meine liegenden Immunzellen einfach in den ganzen Körper und dann kann sich die Immunzelle aussuchen, ob sie reagieren will oder nicht. Und sie wird natürlich sofort reagieren, wenn sie Pathogene sieht. Also Pathogene sind die meisten, sind Bakterien. Davon trägt jeder von uns so 2,5 bis 3 Kilo mit sich rum. Im Darm sitzen die und der Darm hat nur eine einzige Zellschicht, die er dann vom restlichen Körper trennt und die ist nicht so ganz dicht. Auch wenn man kein sogenanntes Leaky Gut hat, können solche Bakterien übertreten in den Peritonealraum und die Immunzellen müssen es ganz schnell begriffen haben, die müssen die aufnehmen, abbauen, damit die nicht irgendwo sonst im Körper Schaden anrichten oder zu einer schweren Entzündung führen. Also Bewegung ist schon mal ein Aspekt, der ein aktives Immunsystem ausmacht.
Das heißt, wenn jetzt das bewegte Immunsystem reagieren muss, das heißt, es muss die Pathogene erkennen, die zum Beispiel phagozytieren, die abbauen, und dazu braucht es Energie. Und diese Energie wird ja in den Mitochondrien bereitgestellt, und diese Energie benötigt natürlich Sauerstoff. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sie benötigt aber auch Glucose, die natürlich zu ATP gemacht wird in den Mitochondrien. Und diese Mitochondrien sind eine ganz komplizierte Struktur, die sich auch unterscheidet in verschiedenen Immunzellen. Also es gibt Immunzellen, die brauchen sehr viel Sauerstoff. Und es gibt Immunzellen, die brauchen überhaupt keinen Sauerstoff. Die leben rein von Glucose und Glykogen. Und die haben unterschiedliche Aufgaben. Und wie immer im Leben ist es so, dass ein Zelltyp nicht alles ausmacht, sondern ich brauche eine Gemeinschaft. Das heißt, ich brauche solche Zellen, die Sauerstoff brauchen, und ich brauche auch solche Zellen, die nur Glucose verbrauchen. Und dieses Gleichgewicht ist ganz oft gestört, wenn man zum Beispiel Erkrankungen hat, die man jetzt als Autoimmunerkrankungen bezeichnet. Der Hauptaspekt von einem gut funktionierenden Immunsystem ist eigentlich der, dass ich das gesamte Repertoire ausnutze. Also ich habe so viele Subpopulationen, die irgendwo im Körper stecken, irgendwo in den Lymphknoten sitzen. Und wenn ich möglichst effizient arbeiten will, will ich das ganze Repertoire zur Verfügung haben. Also quasi nicht ein Auto, sondern meinetwegen 20 verschiedene, damit ich sowohl im Wald rumfahren kann, als auch auf der Rennstrecke. Und dieses Repertoire habe ich nur dann zur Verfügung, wenn ich diese Soldaten erstmal freilasse. Ja, das heißt, ich muss erstmal Bewegung haben, dass ich alles zur Verfügung habe, alles auf dem Tisch habe und mir dann aussuchen kann, ich nehme den, den oder den, der jetzt meine Infektion behandeln soll. Und wenn dieses Repertoire nicht komplett vorhanden ist, kann es auch sein, dass das Immunsystem in die völlig falsche Richtung getriggert wird. Also das ist so der Begriff, den man meistens benutzt. Das ist das eine. Und das andere ist, ich brauche halt Energie, habe ich gerade schon gesagt, Sauerstoff oder auch Glucose oder auch Glykogen und vor allen Dingen Fettsäuren. Das ist das, was in den USA in den letzten 30 Jahren oder vielleicht sogar 40 Jahren falsch gemacht wurde, dass man versucht hat, die Fette aus den Nahrungsmitteln rauszunehmen. Also Fette sind auch ganz wichtig. Und das Dritte, was ich brauche, sind sogenannte diese hormonähnlichen Substanzen, die zum Teil von den Immunzellen selber gemacht werden. Also zum Beispiel ein Makrophage, der Bakterien gefressen hat, der setzt sofort danach sogenannte Zytokine frei, die dann die nächste Generation von den Immunzellen aktivieren. Aber der größte Produzent von solchen Mediatoren scheint wohl der Skelettmuskel zu sein. Und der Skelettmuskel braucht natürlich Masse. Das heißt, wenn ich mehr Skelettmuskel habe, kann ich mehr Faktoren machen, kann mehr Immunzellen aktivieren. Und meine Immunzellen brauchen natürlich die Antennen, um diese Faktoren überhaupt aufzunehmen und zu erkennen. Und das ist wieder energieabhängig. Ne? Das ist also immer eine schöne Interaktion von dem einen wie dem anderen. Und jetzt wissen wir natürlich ganz genau, dass der Skelettmuskel leider Bewegung braucht, Training braucht. Also wahrscheinlich 5 Stunden am Tag, die kaum jemand von uns hat, es sei denn, man ist in dieser Branche beschäftigt. Sondern wir sitzen quantitativ auf unseren 4 Buchstaben vor unserem Bildschirm oder machen halt eben andere Arbeiten im Sitzen. Und deshalb muss man sich überlegen, wie man den Muskel trotzdem gut aktivieren kann, genügend Myokine zu machen. Und Myokine sind halt die Zytokine, die vom Muskel gemacht werden. Und das kann man halt eben durch Training erreichen, durch ein intensives Training. Und dahinter steckt eine ganze Wissenschaft. Ob diese Wissenschaft jetzt wirklich gut oder schlecht funktioniert für das Immunsystem, wissen wir im Endeffekt nicht ganz genau. Das heißt, da müssen wir noch klinische Studien machen. Wir haben aber so eine Idee, dass Menschen, die halt eben ihren Skelettmuskel trainieren und ihn stimulieren, Myokine zu machen, dass die eine bessere Immunabwehr haben. Jetzt kann man das nicht gut testen. Das heißt, man könnte jetzt hingehen und könnte jetzt gut trainierte oder nicht trainierte Menschen infizieren mit Bakterien oder Viren, das darf man natürlich nicht und wird man auch nicht machen. Mit Mäusen könnte man das machen,
Aber die Mausforschung, die jetzt wirklich zum Menschen gut passt, erfordert natürlich alte Mäuse. Und eine alte Maus muss mindestens 2 Jahre, 2,5 Jahre alt sein und die ist richtig teuer. Das heißt, die Forschung an alten Mäusen mit Skelettmuskeltraining, die dann wirklich passt zu dem, was ich beim Menschen verstehen will, ist sehr schwierig. Also muss ich davon Abstand nehmen. Das heißt, Tierversuche sind nicht gut oder nicht wirklich passend und Versuche am Menschen sind zum Teil nicht möglich. Aber ich kann schauen, ob ein trainierter Mensch das gesamte Arsenal an Immunzellen im Blut oder in der Lymphe hat, um potenziell auf Erreger zu reagieren. Das kann man machen und dazu sind wir quasi ausgebildet. Das ist unser Job, den wir quasi in der Immunologie im Labor durchführen. Was überhaupt nicht vom Tisch zu kehren ist, ist die Tatsache, dass wir andere Tumorerkrankungen haben als die, die wir 1950 hatten. Das heißt, früher war das so, dass jemand, der eine maligne Erkrankung hat, ein sogenanntes Wasting-Syndrom entwickelt hat. Also der ist auf einmal richtig dünn geworden. Und heute ist es genau andersrum. Das heißt, die Menschen, die Tumorerkrankungen haben, sind bevorzugt, nicht immer, aber sind sehr häufig übergewichtig. Das heißt, sie haben eine große Masse von dem sogenannten viszeralen Fett. Und diese Fettzellen sind auch so gemein, dass die manchmal nicht nur im Bauchraum oder an der Hüfte sitzen, sondern auch im Muskel wachsen und dann auch die Muskelarbeit verhindern. Nun, wie trägt viszerales Fett dazu bei, dass wir Krebserkrankungen bekommen oder dass wir auch andere Krebserkrankungen bekommen? Dieses viszerale Fett macht eine chronische Entzündung. Wir wissen nicht genau warum, aber wir wissen, dass neben den Fettzellen auch sogenannte Entzündungsmakrophagen, also Fresszellen, assoziiert sind. Die haben sogar einen speziellen Namen, man nennt sie Kronenzellen, weil um jede dicke Fettzelle sitzt ein Krönchen von diesen immunologischen Zellen, die Entzündungsmediatoren machen. Und das ist eine ganz, ganz üble Entwicklung, die nicht nur für die Generation, die jetzt eine sitzende Tätigkeit ausübt, ein schwaches Immunsystem hat, aufgrund der Fettzellen im Muskel sich auch nicht mehr gerne bewegt. Ja, das heißt, jede Bewegung erzeugt Schmerz und wenn eine Bewegung Schmerz erzeugt, dann wird der Mensch das auch nicht machen oder nicht gerne machen, sondern wir haben auch diese chronische Entzündungsproblematik, die dann die Entstehung von malignen Zellen oder von Krebserkrankungen induziert. Im nächsten müssen wir davon ausgehen, dass wir Veränderungen haben, die wir auch in die nächste Generation oder vielleicht eher sogar in die übernächste Generation tragen. Das heißt, Übergewichtige werden natürlich auch Kinder bekommen und diese Kinder sind quasi schon mit einer Veränderung der DNA geboren, die sich möglicherweise in die oder mit großer Wahrscheinlichkeit weiterträgt. Insofern haben wir jetzt in dieser Zeit nach 1950, also wir haben jetzt 2020, eine Aufgabe. Ja, das ist eine Aufgabe, die uns in die wir für weitere Generationen verstehen müssen und dann vielleicht sogar umsetzen müssen. Ja, das heißt, wir müssen dieses viszerale Fett loswerden, wir müssen diese chronische Entzündung loswerden, die letztlich dazu führt, dass wir schneller altern und dass auch unser Immunsystem schneller altert. Das muss eigentlich das Ziel sein. Also es ist sicherlich nicht entscheidend, ob ich jetzt 10 Stunden am Tag auf dem Sofa sitze oder von den 10 Stunden 4 Stunden hart arbeite oder nur eine halbe Stunde aktives Training mache, sondern es hat noch eine viel, viel, viel größere Reichweite. Das heißt, wir werden alle älter. Die Frage ist, wie werden wir alt? Und die Frage, was können wir dagegen tun? Und es gibt leider eine parallele Entwicklung zwischen dem Altern des Muskels und dem Altern des Immunsystems. Das heißt, mein Muskel wird abgebaut und diesen Vorgang nennt man Sarkopenie. Stimmt nicht so ganz. Das heißt, wie ich gerade schon sagte, es gibt immer so ein Gleichgewicht, Aufbau und Abbau. Und wenn halt der eine ein bisschen schneller ist als der andere, dann kommt halt eben in der Nettosumme vielleicht der Abbau vom Muskel raus oder der Aufbau vom Muskel. Und parallel dazu
gibt es einen Abbau vom Immunsystem und die Immunzellen werden weniger. Und was uns da am interessantesten auffällt, sind die T-Lymphozyten, die werden weniger. Und je schneller ich altere, umso rascher nehmen die ab. Und die T-Lymphozyten sind quasi unsere Bauern im Schachspiel. Das heißt, die kann ich einsetzen an vielen Stellen. Es gibt auch viele von denen. Aber wenn die weniger werden, habe ich im Prinzip nichts mehr in der Hand. Man kennt ein sogenanntes Zytokin, was ganz wichtig ist, um diese Armee an T-Lymphozyten zu stimulieren. Das heißt Interleukin 7. Und das kommt aus dem Knochenmark und dort aus Zellen, die man Mesenchymzellen nennt. Die haben wir nämlich behalten aus unserer Embryonalentwicklung und die fördern die Bildung von diesem IL-7, machen das auch selber. Also IL steht für Interleukin. Das ist eine Substanzklasse aus den sogenannten Zytokinen und die brauchen die T-Lymphozyten. Also Muskelaufbau, Muskel oben lassen, nicht abbauen, keine Sarkopenie. Parallel dazu habe ich genau das gleiche Bild im Immunsystem. Das heißt, ich habe ein fittes Immunsystem, ich habe viele T-Lymphozyten und kann mich dann mit vielen verschiedenen Erregern auseinandersetzen. Warum das so schön parallel läuft mit dem Muskelabbau oder dem Erhalt des Muskels, also keine Sarkopenie und ein funktionales Immunsystem, fangen wir gerade erst an zu verstehen. Es gibt eine ganze Reihe von diesen sogenannten Myokinen, die jetzt vom Muskel gemacht werden. Aber es gibt auch andere Zytokine, wie zum Beispiel das IL-7, was aus dem Mesenchym im Knochenmark kommt, was diese Parallelität in der Entwicklung ausmacht. Und das ist noch ein zentrales Element der Forschung. Also wir brauchen gute, empfindliche Methoden, weil wenn so ein Interleukin gemacht wird, was ganz besonders wichtig ist, dann wird es auch sofort wieder absorbiert. Das heißt, ich kann es gar nicht finden in meinen Körperflüssigkeiten. Dazu brauchen wir ganz, ganz empfindliche Assays. Und eines von diesen Zytokinen ist das sogenannte IL-15. Das ist so gering in den Konzentrationen, dass man erst gedacht hat, es macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied, ob ich viel IL-15 mache oder nicht, weil ich kann es gar nicht messen. Aber es wird gemacht in großen Mengen, aber es wird sofort wieder absorbiert von den Immunzellen. Also es ist so ein technischer Aspekt, der noch gelöst werden muss. Aber mitnehmen sollte man diese Parallelität des Alterns des Muskels und Alterns des Immunsystems läuft parallel. Also das ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, ich muss relativ früh anfangen, meinen Körper zu verstehen, mit dem zu reden. Und wenn man das nicht so gut kann, kann man auch zum Hausarzt gehen und kann sagen, ich möchte meine Entzündungsparameter wissen. Und da gibt es einen ganz billigen Marker, der heißt C-reaktives Protein oder CRP. Das kann jeder Hausarzt bestimmen, das kostet 80 Cent. Und wenn ich das zum Beispiel oft genug mache und dann auch empfindlich genug messe, kann ich sehen, ob mein Körper ein Problem hat mit Entzündung. Dann kann ich eine zweite Frage stellen. Habe ich zu viel viszerales Fett? Wo sitzt mein viszerales Fett? Und wie werde ich das wieder los? Weil das ist meine chronische Entzündung, die diesen gesamten Alterungsprozess einfach schneller ablaufen lässt. Alterung bezüglich Muskelabbau, Alterung bezüglich Immuninkompetenz, also Alterung des Immunsystems. Naja, das ist die einzige Methode, um diesen Alterungsprozess zu stoppen, vielleicht sogar zu revertieren. Also wir haben schon molekulare, also wirklich Ergebnisse im Labor, die sagen, ich kann die Einbahnstraße rumdrehen, ja, ich kann das Schild in die andere Richtung stellen mit Krafttraining. Es geht wirklich. Ich brauche allerdings eine Betreuung, vor allen Dingen dann, wenn über dieses Alter schon Organschäden vorliegen. Also dieser Alterungsprozess, der den Muskel betrifft, der betrifft auch möglicherweise andere Organe, bevorzugt die Niere, kann auch Nierenfunktionen messen. Und da entsteht etwas, was wir als Fibrose bezeichnen. Haben Sie sicherlich alle schon mal gehört. Und diese Fibrose wieder rückgängig zu machen, ist nicht so ganz einfach. Geht sicherlich auch mit Krafttraining, aber man muss natürlich aufpassen, denn auch Krafttraining
impliziert eine gewisse Art der Entzündung, dass diese Entzündung in die Erneuerung des Gewebes geht und nicht in einen zusätzlichen negativen Aspekt. Und deshalb brauchen wir Supervision, das heißt so dieser englische Begriff. Wir müssen also auf die älteren Personen, die Krafttraining machen, aufpassen. Wir müssen also schauen, dass wirklich Gewebe neu gebildet wird und dass wir nicht die schon vorhandenen Organschäden stimulieren. Ist nicht ganz einfach, aber ich habe den Eindruck, dass das geleistet werden kann durch gut geführte Fitnessstudios, die wir vielleicht müssen wir die wirklich anders nennen. Ja, und wir müssen die auch fördern. Ich sehe zum Beispiel hier in der Uni Ulm gibt es eine Initiative von einigen Kollegen aus verschiedenen Bereichen, die das gerne fördern, die zum Beispiel auch dazu beigetragen haben, dass man jetzt Mitgliedschaften 10% günstiger bekommt in allen Fitnessstudios, die wir hier in Ulm haben. Es wird trotzdem nicht extrem angenommen. Und da müsste man halt eben einfach im Image noch ein bisschen mehr tun. Ja, also trainierte Menschen werden leichter mit Infektionen krank. Und wenn man mit jemandem spricht, der halt eben regelmäßig seine Muskeln trainiert, der kennt diese Infektionserkrankungen, also einmal im Winter oder zweimal im Winter erwischt es einen, der kennt das gar nicht. Der hat das nie. Ja, und nicht in diesem Jahr, nicht im vorangegangenen Jahr. Und hat das auch ohne Influenza und ohne Grippeschutzimpfung. Das heißt, keine Infektion. Ist sehr angenehm. Ja, nicht, weil man fällt ja dann doch 2-3 Wochen aus, bis man wieder richtig mit beiden Füßen auf dem Boden steht, vergehen manchmal auch 4. Das ist ganz klar, das wissen wir. Also sind sicherlich die besten Ergebnisse, sind sicherlich einfache Erkältungskrankheiten. Da braucht man eine Strichliste zu machen. Das kann man sehr einfach untersuchen. Ansonsten ist es nicht so leicht zu erkennen, welche Krankheit jemand hat. Das heißt, wenn der jetzt nur Schnupfen, Husten hat, kann das verschiedene Ursachen haben. Das kann von der Allergie bis zu einer Virusinfektion oder einer bakteriellen Infektion, einer Pilzinfektion mit Mykoplasmen variieren und kann dann auch nachher so eine Kombination sein zwischen verschiedenen Erregern. Kein Hausarzt auf der Welt wird Ihnen sagen, was Sie gerade haben. Ja, der wird Ihnen vielleicht mal in den Rachen schauen und gucken, ob der weiß belegt ist. Dann wird er denken, es ist wahrscheinlich ein Bakterium. Kriegt man sein Antibiotikum, wird nach Hause geschickt. Wenn das Antibiotikum nicht funktioniert, kriegt man ein anderes. Und wenn man zum Beispiel negativ darauf reagiert, dann kommt der Hausarzt auf die Idee, es ist eine Viruserkrankung. Aber das wird nicht dokumentiert. Ja, das heißt, es ist viel zu teuer, herauszufinden, welche Erkrankung jemand hat. Ja, das heißt, wir sehen jetzt auch, welche Kosten auf uns zukommen, wo wir jetzt einfach sagen müssen oder sagen wollen, der hat eine Coronavirus-Infektion, ja oder nein. Ich muss leider sagen, wir haben beim Diabetes Typ 2 ein Medikament, was die Glucose, also die Aufnahme von Zucker hemmt, das Metformin. Und mit dem Metformin können Sie Diabetes Typ 2 Patienten perfekt führen. Das heißt, kein Typ 2 Diabetiker wird auf die Idee kommen, Sport zu machen, wenn er mit dem Metformin so gut zurechtkommt. In den USA, wir haben 38% Prädiabetes Typ 2 Patienten. 38%. Das heißt, sie haben noch keinen Diabetes, aber sie haben alle Anzeichen, einen zu entwickeln. Und bei der Patientengruppe würde ich ansetzen. Ich denke, die Sarkopenie wird den nicht hinter dem Ofen vorlocken. Aber das alternde Immunsystem vielleicht schon. Ja, das heißt, der sagt, wozu brauche ich meine Muskeln, wenn ich auf dem Sofa sitze? Ja, und wenn ich nur meine Computerarbeit machen muss, ich brauch meine Muskeln nicht. Und die Sarkopenie interessiert mich auch nicht. Ich will auch kein Dach decken oder ich will keine Mauer mehr bauen. Mit dem Argument kommen Sie, glaube ich, nicht weiter. Mit dem alternden Immunsystem kommen Sie weiter. Haben wir jetzt schon lange versucht. Ich glaube, mit Covid-19 wird sich das ändern. Man wird sich auf einmal dafür interessieren, wie werde ich mit meinen Infektionserkrankungen fertig? Ja, auch das hat lange niemanden interessiert, weil wir haben Antibiotika, ich kriege die einfach verschrieben, wir haben Krankenkassen, die zahlen das und schon bin ich im Prinzip aus dem Schneider. Ja, und das wird sich, glaube ich, ändern.
Und bei den Prädiabetikern haben wir, glaube ich, eine wirkliche Chance, weil sie wissen, inzwischen ist es auch öffentlich und klar, dass die, die den ganz schweren Krankheitsverlauf mit Virusinfektionen haben, die dran versterben, und zwar furchtbar versterben, nicht einfach so abtreten, sondern es ist im Prinzip so eine Art Erstickungstod. Man ist zwar sediert und beatmet, nur was man damit, was man auch mental miterlebt, weiß keiner von uns, das will auch keiner erleben. Ja, und das heißt, ich arbeite im Prinzip wieder mit der Angst, was ich nicht gut finde, muss ich sagen. Also das ist, Angst ist der schlechteste Begleiter, den man haben kann im Leben. Aber man kann es vielleicht benutzen, um Menschen wachzurütteln und zu sagen, nee, keine Angst, sondern wachrütteln und dann aktiv werden in eine richtige Richtung, zum Beispiel mit Muskelarbeit. Und wie gesagt, das Lebensgefühl ist ja ein ganz anderes, weil wir haben mit Muskelarbeit noch was, über das wir gar nicht gesprochen haben. Wir haben nämlich eine Freisetzung von Endorphinen. Und Endorphine, das kennt, glaube ich, jeder, sind diese Glückshormone. Und das ist, glaube ich, was sehr Attraktives. Also es ist viel attraktiver, nach einer sportlichen Betätigung dieses Glücksgefühl zu haben, als meinetwegen sich 100 Euro in die Tasche zu stecken. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen. Und auf der Schiene würde ich, glaube ich, weiterarbeiten. Also beim Menschen funktioniert eigentlich nur das Belohnungsprinzip. Ja, und belohnen kann ich jetzt eigentlich auch nur, wenn ich den so weit bekomme, dass er es mal ausprobiert. Also ich würde sagen, Krafttraining gehört in ein Behandlungskonzept und das gehört in die Dinge, die der Hausarzt vermittelt. Es gehört einfach da rein, der Hausarzt oder der Arbeitgeber. Das sind zwei Dinge. Und dann muss ich überlegen, wie ich die Belohnung aufbaue. Und die erste Belohnung muss sicherlich eine andere sein, weil das Glücksgefühl kann ich erst vermitteln, wenn derjenige es erlebt hat. Und da müsste man sich vielleicht mal ein Konzept überlegen. Ja, also ich denke, wir haben alle Angst davor, dass wir mehr Krankenkassenbeiträge zahlen müssen, wenn wir zu einer Risikogruppe gehören. Ja, bis jetzt ist das nicht passiert. Das heißt, ich zahle nur mehr, wenn ich älter werde. Das Risiko Alter haben wir schon. Wenn wir noch das Risiko Prädiabetes haben, könnte sich die ganze Sache vielleicht noch mal ändern. Und ja, ich glaube, die drei, wie behandelnde Ärzte, Arbeitgeber und letztlich die Krankenkassen, müssen wir an einen Tisch bringen und müssen sagen, wir haben einen Weg daraus. Wir haben einen Weg, der heißt Kosten sparen, der heißt Lebensqualität verbessern. Und im Grunde ist es die absolut perfekte Infektionsprophylaxe. Die beste Art, meinen Muskel zu trainieren, ist eine hohe Intensität, ein sogenanntes Krafttraining, was natürlich angepasst sein muss an meinen Körperbau. Das heißt, ich kann jemandem, der halt eben nicht so starke Knochen hat oder überhaupt keine Muskeln hat, dem kann ich nicht so viel Arbeit auferlegen wie jemand anders, der dann schon vortrainiert ist oder wie man es auch immer nennen muss oder darf. Aber Krafttraining ist was Attraktives. Krafttraining hat auch was mit Freizeiterleben zu tun. Ich habe mir vorgestern Abend noch so gegen Ende die 115- bis 117-jährigen Geburtstagskinder angeschaut vom letzten Monat oder von diesem Jahr. Es ist keiner dabei, der nicht aktiv in sein Alter gegangen ist. Ich meine, wenn ich 115 werde, kommt sicherlich auch noch ein bisschen Genetik dazu. Wir wissen aus der molekularen Medizin, dass man bessere Gene hat, um Pathogene, also um Erreger abzuwehren. Das wissen wir schon. Ja? Und dann kommt natürlich noch die Bewegung dazu. Ist schon spannend, ja.